Karl-Heinz, was macht denn jetzt der Wasserstoff eigentlich im menschlichen Körper? Ja, man kann grundsätzlich zwei Funktionen vom Wasserstoff im menschlichen Körper feststellen. Das eine ist, Wasserstoff, Gas ist ja eine hochkonzentrierte Energieform. Ja, wenn sich die beiden Atome wieder trennen, dann wird unheimlich viel Energie frei. Siehe Raketenantrieb, siehe Wasserstoffauto und so weiter. Muss man heutzutage wahrscheinlich nicht mehr erklären. Wenn Wasserstoff mit Luft gezündet wird in einem Verhältnis von 1 zu 2, da gibt es eine richtige Explosion, Knallgasexplosion, kennt jeder aus der Schule. Im Körper wird eigentlich, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendein Kohlenhydrat zu uns nehmen oder einen Zucker, ne, das ist C6H12O6. Ja, da haben wir also 12 H-Atome drin, das sind 6 Moleküle Wasserstoff. Ja, um die geht's, wenn wir Zucker essen. Die will der Körper haben, das andere wird als CO2 wieder ausgeatmet. Also wir brauchen den Kohlenstoff nur in ganz geringem Umfang zum Aufbau von Substanz, aber das meiste davon ist für uns Gift, CO2, das stoßen wir aus. Wir wollen also den Wasserstoff aus der Nahrung. Das ist das Ziel allen Stoffwechsels. Und am Schluss von dem ganzen Zitronensäurezyklus, Atemkette und so weiter, steht eigentlich das, dass durch die Bildung eines H-Atoms aus einem H-Ion, aus einem H-Plus, Ion und die Anbindung an ein Enzym, da wird die Energie sozusagen festgemacht und dann auf das ATP übertragen, was der Energiespeicher der Zellen ist. Also das ist im Energiestoffwechsel spielt der Wasserstoff eine Rolle. Und wenn wir Energie gewinnen, das heißt, wir verbrennen Wasserstoff mit Sauerstoff und dann wird Wasser draus. Da wird dann Wasser wieder frei. Nur, dass es im Körper nicht knallt und keine Knallgasexplosion gibt, sondern dass die über eine komplizierte Abbaukette verteilt wird, sodass immer nur die Energie in dem gewünschten chemischen Umfang frei wird, wie wir das haben wollen und es nicht bumm ständig macht, billionenfach pro Sekunde, wie das in den Mitochondrien passiert. Das ist die eine Funktion, die Energiefunktion. Das zweite ist die antioxidative Funktion. Der Wasserstoff wird von unseren kleinen lieben Gästen im Darm produziert. Und zwar von bestimmten Bakterien im Dickdarm. Die nehmen sich zum Beispiel das ganze Fasermaterial, deswegen ist es so gesund, wenn wir das essen. Also Pflanzenfasern, Kohlenhydrate, die wir nicht so einfach verdauen können, dazu brauchen wir bestimmte Bakterien. Die produzieren dafür zum Dank, dass wir ihnen das geben, produzieren die Wasserstoff. Und dieser Wasserstoff, das muss man sich so vorstellen, dass der eigentlich ständig unseren ganzen Körper durchsaust. Der Wasserstoff ist so irrsinnig klein, dass er überall durchgeht, sogar durch die DNA durch, weil er wahnsinnig, wahnsinnig klein ist. Also wir bestehen, halte ich fest, zu 99% nur aus Wasserstoffatomen. Von der Menge her. Weil die so klein sind, stellen die so eine große Menge dar. Gewichtsmäßig machen die gar nicht so viel aus, weil die nicht schwer sind, die kleinen Dinger. Ne? Der Sauerstoff ist 8-mal größer. Aber dieser Wasserstoff, den die Darmbakterien zur Verfügung stellen, der durchströmt praktisch jede Zelle. Und jetzt gibt es den Sauerstoffwechsel, den wir Säugetiere haben, gibt ständig Probleme, wenn der Sauerstoff nicht richtig verbrennt. Dann gibt es freie Radikale. Das ist praktisch die Asche von der Sauerstoffverbrennung. Und da gibt es ganz besonders fiese freie Radikale, die ein besonders hohes Redoxpotenzial haben. Das sind die Hydroxylradikale, die im Zellkern, in den Mitochondrien hauptsächlich entstehen. Und die sind es eigentlich, die die Zellschäden verursachen. Und genau diese Hydroxylradikale. Die macht der Wasserstoff, der unseren Körper durchströmt, wieder wett. Jetzt stell dir mal vor, wir essen jetzt alle bloß blödes Junkfood und nichts Faserreiches mehr, kein Rohkost, kein Gemüse.
dann haben wir natürlich weniger Wasserstoff für diesen speziellen Punkt des Immunsystems zur Verfügung. Man sagt ja, dass die Menschen vor allem darmkrank sind heutzutage, weil die Ernährung nicht stimmt und weil nicht genügend pflanzliches Material da ist, um diese Bifidobakterien zum Beispiel zu ernähren. Die kann man sich kaufen als Joghurt, aber ob die da hinkommen und wenn die nichts zu fressen haben, dann nützen die auch nicht viel. Ja, also, und insofern ist es natürlich gut, wenn man sich diesen fehlenden Wasserstoff zuführt, indem man ihn trinkt. Weil da geht er sehr schnell dann auch durch den Körper. Das kann man messen, in welchem Organ der Wasserstoff durch so ein Glas, wenn ich jetzt hier so ein Glas Wasserstoffwasser trinke, dann ist der in 10 Minuten in meinem Gehirn. Und er wird nicht nur durchs Blut verteilt, sondern er geht wirklich durch. Wir atmen auch ständig Wasserstoff aus. Das heißt, es ist ein Stoff, der erneuert werden muss. So wie Wasser.